rechtzeitig zur Eröffnung des neuen Besucherzentrums an der Sperrmauer und auch der Edersee ein Schauspiel. Die Mauer lief über, hat man nicht regelmäßig. Dazu kommen die Blüten in der Wasserwelt unterhalb des Besucherzentrums. $1,9 Millionen Baukosten, 2 Jahre Bauzeit, aber fast 15 Jahre, bis das Projekt realisiert wurde. Auf dem 10 Meter hohen Turm hat man einen wunderbaren Überblick über den Vorplatz und die Mauer. Einleiten schon mal sagen, dass aus meiner Sicht mit der Fertigstellung des Besucherzentrums Edersee und späterer Übernahme des Geschäftsbetriebes durch die Edersee Marketing GmbH und der gelungenen Visualisierung der Geschichte des Edersees ein bedeutsamer Schritt für die weitere Vermarktung des Edersees gefunden zu haben und auch die Region insgesamt interessanter zu machen. Gerade hier am Standort der Talsperre mit der famosen LED-Beleuchtung, dem Schloss Waldeck im Hintergrund, die Talsperre natürlich selber. Wir haben den Wildtierpark hier in der Nähe, nicht zu verschweigen die Qualitätswanderwege, die am und im Naturpark zu finden sind. Alles das sind neben dem neu erstellten und in Betrieb genommenen Adventure-Golfpark Funde, mit denen man wahrlich wuchern kann. Und dieses Besucherzentrum ist eine weitere Attraktion und wird sicherlich dazu beitragen, dass die Gäste vielleicht noch in größerer Zahl kommen und wir vielleicht auch durch unser Angebot insgesamt, ich denke da auch mal an die Nachbarkommunen Bad Wildungen und die Domstadt Fritzlar, ein interessantes Angebot für alle Gäste darstellen, nicht nur mal über die Mauer zu laufen, sondern auch mal die eine oder andere Übernachtung, sage ich mal, zu bringen. Und da sind wir ja auch auf einem guten Weg, die vorhandenen Unterkünfte zu bekommen. Sage ich mal, Ansprüche erfüllen muss. Und es sind viele, viele Schritte nötig, um ein Gesamtwerk entstehen zu lassen. Und ich freue mich, dass wir dies hier heute feiern können. Erstens die Landtagsabgeordneten, die heute zu uns gefunden haben, Claudia Ravensburg, dann den Landtagsabgeordneten Daniel May, Jürgen Frömmrich und auch natürlich Jan Hohlmann hier, dass sie gekommen sind, ist eine gute Wertschätzung. Ich bedanke mich sehr dafür und ich kann nur sagen, die Unterstützung vom Land Hessen war sehr auskömmlich. Man hat uns sehr gut beraten, gerade auch die WIBank, das können Sie gerne weitergeben, Herr Pohlmann, die war wirklich vorbildlich. Verheiratete Ehefrau, die wird sich freuen, da kriegst du ein paar Pluspunkte bei nächster Gelegenheit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Klaus Gier, bin heute Morgen gerne gekommen. Bei uns war das terminlich etwas eng. Eigentlich wollte den Termin mein Kollege Landrat van der Horst wahrnehmen, da kam etwas dazwischen und wie gesagt, Sie haben es jetzt alle erkannt, meine Frau und ich wollen einen Dienstaufsichtsbesuch bei einer der Töchter an der Universitätsstätte machen. Das haben wir jetzt ein bisschen nach hinten geschoben. Ich bin aber hierher gekommen, weil das ein ganz, ganz wichtiger Anlass ist. Das Projekt, das hier heute der Öffentlichkeit übergeben und eingeweiht wird, das haben wir ja, die wir aus Waldeck-Pfannenberg sind und die Edersee-Region in besonderer Weise mögen und wertschätzen, seit vielen, vielen Jahren begleitet. Es gab ein Auf und ein Ab. Und das Auf hat letztendlich gesiegt, weil wir heute hier stehen und ein imposantes Bauwerk hier in der Edersee-Region an prominenter Stelle direkt an der Sperrmauer heute in Augenschein nehmen und der Öffentlichkeit übergeben dürfen. Hier hochgehen, es sind also diese Sitzterrassen, die verschiedene Perspektiven ermöglichen. Nun komme ich aber zum Hauptelement, das ist der Turm, der in einer gewissen Weise, ja, man kann es jetzt eigentlich sehr schön sehen, ein virtueller Schnitt durch die Mauer ist. Das ist das Kernkonzept des Projektes. Wir haben also sozusagen metaphorisch ein Stück aus der Mauer herausgeschnitten
und es als zentrales Element in den Entwurf aufgenommen. Ist gerne. Wir machen jetzt die symbolische Übergabe des Schlüssels und ich sehe, die Kameras sind alle justiert. Dann möchte ich dir im Namen der Gemeinde, aber auch der Mitgesellschafter der Edersee Marketing GmbH danken für die Bereitschaft, dieses Gebäude in Gänze zu bespielen. Und ich wünsche euch, sage ich jetzt mal, eine glückliche Hand und viel Erfolg. Ja, Marc Wallmeister, es gibt immer weniger schöne Termine für einen Regierungspräsidenten. Heute ist ein sehr schöner Termin. Ja, wunderschöner Termin, ein weiterer Höhepunkt, sage ich mal, für die Tourismusregion hier am Edersee, im Waldeck-Frankenberg. Und natürlich ist es auch wichtig für ganz Nordhessen, weil wenn die Attraktivität hier gesteigert wird, strahlt das natürlich auch aus auf die anderen Teile. Und insgesamt wird dann Urlaub in Nordhessen oder der Tourismusort Nordhessen interessanter. Und deswegen freue ich mich sehr, dass die Gemeinde Edertal dieses Projekt gestellt hat. Mit der regionalen Anerkennung als Produkt Aduhrst, mit unserem Edersee, mit dem Upland in Willing, mit dem Diemelsee, mit dem Twistesee, mit dem oberen Edertal. Wir sind eigentlich ein runder Landkreis hier. Also das muss man wirklich sagen, touristisch gesehen ist Waldeck-Frankenberg unsere Lokomotive in Nordhessen. Und es gibt, glaube ich, keinen anderen Bereich, der so stark auch touristische Ziele anbieten kann, wie das in Waldeck-Frankenberg der Fall ist. Ich war gestern erst in Bad Aholfen, wo das Prädikat Heilbad weiterhin für die nächsten Jahre ausgesprochen worden ist. Und damit ist natürlich auf der einen Seite Tourismus und die Verbindung mit Gesundheit, mit Bad Bildung, mit Bad Aholfen ein ganz wichtiges Punkt. Jetzt sind wir inzwischen auch Prädikatsregion geworden, wanderbares Deutschland, etwas, was es nur 6-mal gibt. Wir sind die 7. Region. Macht das den RP so ein bisschen stolz? Ja, natürlich. Das zeigt, welche Anstrengungen hier unternommen werden. Und Sie haben die Zahl eben selber genannt. Normalerweise gibt es das nicht so oft. Das bedeutet, dass hier ziemlich viel zusammenkommt, was nicht nur einen kleinen Teil besonders auszeichnet, sondern eine ganze Region. Und deswegen natürlich als Regierungspräsident ist man da stolz drauf. Jetzt ist irgendwann mal ja die Chance, hier Landrat zu werden. Wäre der Wechsel eine Option? Also meine Frankenberger haben gerade einen neuen Landrat gewählt. Der macht seine Arbeit. Und ich bin sehr, sehr froh um meine Arbeit im Regierungspräsidium. Vielen Dank. Ja, großer Tag für Edertal. Klaus Gier, der Bürgermeister. Uli Klein, einer der Väter dieser tollen Präsentation unten. Projektleiter. Stolz. Ja, also ich bin sehr froh, dass wir nach so langer Zeit das Projekt erfolgreich umsetzen konnten. Ich glaube, es ist wichtig, an diesem Ort, wo wir ja mehr als 2 Millionen Tagesbesucher haben, mit diesem Besucherzentrum Interesse zu wecken, das touristische Angebot ertragen zu können, aber insbesondere auch durch diese Ausstellung, die Visualisierung, Edersee-Geschichte, Emotionen zu wecken und das Interesse noch größer zu machen in der Region. Und vielleicht dann auch mal sagen, hier kann ich mehrere Tage mal einen Urlaub verbringen. Uli Klein, der Edersee hat ja eine lange Geschichte, die war nicht immer ohne Ecken und Kanten. Hat Spaß gemacht, in der Vergangenheit zu recherchieren? Das hat schon vor 30 Jahren, als ich damit begonnen habe, Spaß gemacht. Das tut es bis heute hin. Ja, es gibt immer wieder noch neue Sachen, die man entdeckt und auf die man stößt, die auch wirklich gegenüber einem Geschäftlich standhalten. Jetzt haben wir das Besucherzentrum heute offiziell in Beschlag genommen, als Gäste, als Besucher. Aber das nächste Highlight steht ja am nächsten Wochenende schon an. Das ist das lange brachliegende Terrassenhotel. Auch ein Haken für den Bürgermeister, ne? Ja, es war schon auch mit der Bühne auch verbunden, der Hauptgläubiger, zusammen mit dem Zwangsverwalter. Wir haben mehrere Gespräche geführt, haben dargestellt, dass wir als Gemeinde dazu beitragen können. Ich hatte den Klaus Gunther von der Edersee-Touristik Marketing GmbH zugezogen, um die Akteure, die Interessenten zu begeistern und somit auch das Ehepaar als Betreiber. Es ist ja schon so, dass wir an dem Standort
mit unserem Angebot, was ich da jetzt schon präsentiere, wenn ich jetzt an die Weiterentwicklung denke, Green Trail und was da so kommt, ist es ja von so einem, dass wir im Betrieb eigentlich wirklich interessant hier den Betrieb wieder aufzunehmen. Alles, was jetzt noch fehlt, ist dann Wasser bis Ende August. Ne? Ja, da sind wir natürlich immer am Arbeiten und mit dem Wasserschifffahrtsamt in Verbindung. Man muss natürlich auch sagen, wenn das Wasser von oben nicht kommt, nachhaltig, dann hat man natürlich trotz dieser Projekte und Versuchsstadien, Trickerlinien und so, das kann dann nicht funktionieren. Man wird weiter im Austausch sein mit den Regionen innerhalb der Mauer und da kann man sich, glaube ich, ein Stück weit bewegen und Rahmenbedingungen setzen müssen an die vier Grenzen. Uli Klein, 30 Jahre Recherche über die Sperrmauer, aber noch lange nicht am Ende. Es tauchen immer wieder Dokumente, Fotos, Erzählungen auf, die dann auch in die Präsentation einfließen. Das wird man mit Sicherheit auch tun, weil die Präsentation gibt uns auch die Möglichkeit, das immer wieder zu aktualisieren, auszutauschen, komplett neu zu machen mit neuen Foto oder auch viel mehr. Was ich Gott sei Dank von vielen, vielen Leuten zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ja, Edersee-Marketing, Klaus Günther. Großer Tag für das Edersee-Marketing. Ja, großer Tag natürlich für uns, keine Frage, aber insbesondere für unsere Gäste, weil wir jetzt hier wirklich an einem ganz wichtigen Standort der Region, sozusagen am Hotspot, an der Talsperre, ein Gebäude bekommen haben, wo wir den Gästen einen Top-Service bieten dürfen. Ja, deswegen ein großer Tag, ein ganz anderes Umfeld, ganz andere Möglichkeiten, die Gäste zu informieren, auch in einem schönen Ambiente. Das bringt natürlich auch mehr Arbeit und mehr Verantwortung mit sich. Ja, es baut einen gewissen Druck bei uns auf, dass wir wollen das ja auch gut machen. Wir werden ungefähr 3000 Öffnungsstunden im Jahr sicherstellen müssen mit den Kolleginnen und Kollegen, die hier vor Ort sein werden. Und wir freuen uns aber drauf, weil wir glauben, dass die Gäste sich wohlfühlen werden und dass wir dann auch ein positives Feedback von unseren vielen Gästen bekommen. Jetzt ist ein Großteil unserer Gäste hier natürlich Tagestouristen. Die wollen die überlaufende Sperrmauer im Moment sehen oder mal einen Tag am Edersee verbringen. Die Öffnung des Terrassenhotels kommt da natürlich auch zu Pass. Ne? Genau, also es ist ja jetzt gerade so parallel sozusagen bekannt auch geworden, dass das ehemalige Terrassenhotel wieder öffnen wird. Auch die Gastronomie dort wird noch mal etwas umgestaltet, dann wieder zur Verfügung stehen, sodass wir an diesem zentralen Punkt in der Region, wo wir teilweise mehrere tausend Gäste am Tag begrüßen würden, dann auch das Angebot auch in diesem Bereich noch mal wieder verbessern, ausbauen können. Und die Gäste natürlich dann auch dort in dem gastronomischen Bereich weiterhin gut bedienen können. Nun sind wir eine von 7 Premium-Regionen wanderbares Deutschland. Eine tolle Auszeichnung, die gibt sich so ganz oft und die wird auch nicht auf dem Ramschtisch verschleudert, sondern da muss man viel für tun. Und da ist natürlich hier das Besucherzentrum genau der richtige Punkt, der dieses Angebot wanderbares Deutschland mit viel Information, Unterhaltung über die Sperrmauer und so abrundet. Genau, es gibt natürlich Informationen zu wandern, das ist ganz wichtig, gerade durch diese Auszeichnung, die wir bekommen haben. Da geht es ja auch um Qualität im Servicebereich, also im Informationsbereich. Und da spielt diese Einrichtung eine wesentliche Rolle, ebenso wie die Durchinformationen oben im Waldeck. Die haben wir nochmal ganz speziell in den Fokus genommen für die Menschen, die zum Eingang kommen. Und wir haben natürlich einen Ausstellungsbereich, Videomapping-Projektion hier im Gebäude, die auch gerade die Tagesgäste natürlich interessieren wird. Und da hoffen wir einfach auf einen hohen Zuspruch der Tagesgäste im Gebäude. In ein Haus neu einziehen heißt natürlich auch immer mit einem gewissen Verlustleben im Provisorium. Das heißt, die nächsten Wochen wird weiter an der Qualität, eingeräumt, umgebaut, praktisch vorgegangen. Also wir haben eigentlich die letzten Wochen immer spät abends hier gearbeitet, um euch vorzubereiten und kann ganz stolz berichten, dass wir wirklich die Vorbereitung auch gestern Abend abschließen konnten, sodass wir gar nicht mal so diesen großen Umbruch haben. Wir müssen ja dort, wo wir Standorte aufgeben, beispielsweise in der Volldan, natürlich noch nacharbeiten. Aber wir haben uns da in den letzten Tagen und Wochen, glaube ich, gut ausgerichtet auf unsere Gäste, damit wir hier einen guten Service bieten können. Was passiert mit dem Gebäude in der Volldan? Das gehört der Gemeinde Edertal. Wie sich das weiterentwickelt, das ist noch offen. Aber die Kursinformation ist dann mit dem heutigen Tag dort geschlossen. Das ist einfach nur das Problem. Das ist auch
meine, wenn ihr schon so günstig steht, dann... Ja, das Winken.